Hey Leute, PS3 Junkies HD hier. Heute zeige ich euch, wie ihr auf Movie2K oder auf Kinox.io Filme downloaden könnt. Und es ist eigentlich ganz leicht. Ihr braucht den Browser Firefox. Und bei Firefox, das ist jetzt somit die neueste Version, die ich hier habe, geht ihr dann auf Extras. Und das ist das zweite Add-ons. Da klickt ihr dann drauf und hier oben sucht ihr Download Helper. Ich habe das schon. Das ist dann hier der Video Download Helper. Da ist er. Hier. Das sind dann diese drei Punkte. Und wenn ihr das dann aktiviert habt, dann habt ihr immer in der Leiste oben hier diese Punkte. So drei Punkte. Und wenn die grau sind, habt ihr halt kein Video offen. Also sagen wir mal, wir gehen jetzt auf Movie2K, dann gerade hier auf den ersten Film. Klicken wir gleich mal auf den allerersten Film, der hier ist. So. Dann, klickt ihr zum Beispiel auf StreamCloud, ist ja eigentlich immer sehr gut. Da gehen ja die meisten drauf, es lädt schnell und alles. Und ja, normalerweise könnt ihr ja nicht so ohne einen Premium-Account oder so irgendwo hier was runterladen. Und deswegen gibt es diesen Video-Download-Helper. Der funktioniert jetzt so, dass ihr kurz das Video starten müsst. Also es muss jetzt gerade erstmal laden. So, und dann startet ihr das, dann kommt ja kurz dieser Screen hier, also eben der hier so an der Seite war. Und dann ist das Video, muss nur ganz kurz anlaufen, dann drehen sich und löscht, also sind die Punkte farbig, dann könnt ihr hier diesen Kreis drücken, Video, und dann könnt ihr hier herunterladen klicken. Also wenn ihr einen Film herunterladet oder sowas, dann nur herunterladen klicken, weil hier konvertiert ihr noch und schnell Download funktioniert nicht immer. Und bei herunterladen kommt dann das Kästchen, dann könnt ihr euch hier genau aussuchen, wo ihr es hinspeichert und alles. Und dann lädt er diese Datei runter. Ja, und es funktioniert so ziemlich bei jedem Stream, der hier möglich ist. Und bei Kinox funktioniert es ja in etwa genauso. Da habt ihr auch hier die Streams und so. Und dann lasst ihr hier auch nur einfach anspielen wieder. Und dann ist hier sofort oben wieder das Teil, dass ihr das downloaden könnt. Ja, und es funktioniert halt auch bei anderen Seiten. Falls ihr noch andere Seiten habt, wo ihr die Filme guckt und sowas. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen damit.